Guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Seelsorgebereichsforum zur aktuellen Etappe des pastoralen Zukunftsweges. Ich darf Sie herzlich also in den Räumlichkeiten des katholischen Bildungswerkes in der Straße und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ursprünglich, das wissen Sie, sollten diese Bereichsforen schon im Frühjahr stattfinden, dann wären wir wirklich beieinander gewesen, hätten direkt Tisch an Tisch, Stuhl an Stuhl gesessen und miteinander diskutiert und uns austauschen können. Leider, Sie wissen das, ist das aufgrund der Pandemie uns nicht vergönnt gewesen, diesem Frühjahr. Umso schöner also, dass Sie nun heute an diesem sommerlichen Abend sich die Zeit nehmen, sich zu informieren über den aktuellen Stand des pastoralen Zukunftsweges. Und es ist auch wirklich gut und wichtig, dass Sie heute dabei sind, dass Sie sich informieren, vor allem aber auch, dass Sie Fragen stellen, dass Sie Ihre Fragen, Ihre Anregungen weitergeben hier zu uns ins Studio. Denn alle diese Dinge werden weiterverarbeitet werden und beachtet werden bei der weiteren Bearbeitung des pastoralen Zukunftsweges. Sie haben also die Gelegenheit, heute Ihre Fragen, Ihre Gedanken, Ihre Anregungen noch loszuwerden. Und diese Fragen werden auch beantwortet werden. Und von wem? Das sehen Sie schon ein bisschen bei mir im Hintergrund. Sind Menschen im Studio, sind Menschen zu Gast, die Antwort geben werden. Sie wissen sicherlich, dass diese vielfältigen Themen und Bereiche, die alle betrachtet und bearbeitet wurden im Rahmen des pastoralen Zukunftsweges, in 5 großen Arbeitsfeldern und in noch mal sehr viel mehr Fokusteams eingehend betrachtet wurden. Und wenn ich gleich unsere Studiogäste vorstelle, werde ich Ihnen auch die jeweiligen Arbeitsfelder dazu nennen. Ich darf Ihnen also unsere Gäste heute Abend vorstellen. Direkt links von mir ist Monsignore Dr. Markus Hofmann, Generalvikar im Erzbistum Köln. Neben ihm ist Pfarrer Franz Meurer. Er ist Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde Höhenberg und Pfingst in Köln und Leiter des Arbeitsfelds Geistlicher Kulturwandel Vertrauensarbeit. Daneben ist Georg Lingnau. Er ist Referent für Gemeindepastoral im Stadtdekanat Düsseldorf und Leiter des Arbeitsfelds Ausbildung und Kompetenzerweiterung. Daneben ist Dr. Mechthild König. Sie ist Unternehmensberaterin und Mitglied im Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat des Erzbistums Köln und Leiterin des Arbeitsfelds Effizienz und Nachhaltigkeit. Daneben steht Christian Hartmann. Er ist Beauftragter für die Jugendseelsorge in Solingen, Remscheid und Wuppertal und Mitglied im Arbeitsfeld Kirche in ihrer ganzen Breite vor Ort. Und daneben ist Dr. Werner Kleine, Pastoralreferent und Initiator der katholischen Citykirche Wuppertal, Leiter des Arbeitsfelds Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit. Ihnen allen heute Abend ein herzliches Willkommen. Sie sind heute beim ersten Seelsorgebereichsforum. In den kommenden Wochen bis Anfang Oktober werden noch 5 weitere Foren stattfinden. Und heute Abend ist es, naja, so ein bisschen ein kleines, feines Forum, würde ich sagen. 8 Seelsorgebereiche sind heute zugeschaltet. Und welche das sind, das erfahren Sie nun. Ich begrüße ganz herzlich heute Abend den Seelsorgebereich Rottbach-Erftaue. Herzlich willkommen. Und ich freue mich darüber, dass die Pfarrei St. Marien in Kürten heute Abend dabei ist. Herzliche Grüße auch an den Seelsorgebereich Karst-Büttgen. Schön, dass Sie dabei sind. Ein herzliches Willkommen dem Seelsorgebereich Leverkusen-Südost und der Pfarrei St. Josef und St. Antonius in Bergisch Gladbach. Ich darf sehr herzlich begrüßen die Pfarrei St. Antonius und Elisabeth in Düsseldorf-Hassels-Reisholz. Und das tue ich als gebürtiger Düsseldorfer besonders gern. Hallo alle in St. Remigius in Leverkusen. Ein herzliches Willkommen nach St. Lambertus in Düsseldorf. Als ehemaliger Kaplan in der Landeshauptstadt freue ich mich sehr, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Seit 2 Jahren arbeiten viele Frauen und Männer an dem pastoralen Zukunftsweg.
Es sind Hauptberufliche, es sind Ehrenamtliche mit dem Ziel, einen Entwurf, eine Zielskizze für die zukünftige Gestaltung und Arbeit im Erzbistum Köln zu entwerfen. Es geht um die Organisation, es geht um Strukturen, es geht um Verantwortlichkeit, es geht um das, wie miteinander gearbeitet wird. Es ist in diesen gut zwei Jahren eine wirklich vielfältige und auch wirklich sehr komplexe Zielskizze entstanden. Und für den heutigen Abend, für das Seelsorgebereichsforum, wurde ein spezieller Aspekt aus diesem großen, großen Bild herausgegriffen, das heute spezieller betrachtet und vorgestellt werden soll, nämlich die Pfarrei der Zukunft. Und bevor es mit den Informationen richtig losgeht, möchte ich gerne von unseren Studiogästen wissen, wie denn Ihre Pfarrei der Zukunft aussehen soll, darf, was Sie sich erhoffen, was Sie sich wünschen. Und deswegen bitte ich Sie, folgenden Satz dann zu vervollständigen. In meiner Pfarrei der Zukunft. In meiner Pfarrei der Zukunft ist die Kirche nah bei den Menschen. Die Kirche bleibt in der Nachbarschaft. Dort ist ganz viel Demokratie und die Pfarrer verwechseln nicht Leitung mit Entscheidung. In meiner Pfarrei der Zukunft sind wir nicht nur nahe bei Menschen, sondern haben auch ausreichend Zeit und Ressourcen dafür. Und das schaffen wir unter anderem durch effizientere und vor allem einfachere Verwaltungsstrukturen. In meiner Pfarrei der Zukunft rücken vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wieder verstärkt in den Blick. Sie sind für die Entwicklung vor Ort maßgeblich, denn gerade mit ihnen will Gott Zukunft gestalten. In meiner Pfarrei der Zukunft gibt es einen verlässlichen Rahmen, in dem es dann eine große, bunte Vielfalt gelebten christlichen Glaubens gibt. In meiner Pfarrei der Zukunft macht es so viel Freude, den Glauben zu teilen, dass die Taufen, Erstkommunionen und Firmungen von Jahr zu Jahr wieder steigen. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Vorstellung, Ihre Hoffnung für die Pfarrei der Zukunft genannt haben. Und wie geht es nun weiter? Wie wird dieser Abend sich weiter aufteilen? Sie werden gleich ein Video sehen, das über den derzeitigen Stand der Beratungen, der Vorschläge des pastoralen Zukunftswegs speziell zu dem, was die Pfarrei der Zukunft angeht, informiert. Im Anschluss haben Sie in einem ersten Schritt die Gelegenheit, sich mit Ihren Menschen vor Ort oder auch virtuell, je nachdem, wie Sie zugeschaltet sind heute, auszutauschen. Und Sie können bis 20.15 Uhr pro Seelsorgebereich drei Fragen hier an uns ins Studio schicken, die dann von unseren Studiogästen beantwortet werden. Die Gespräche, die Diskussionen bei Ihnen werden unterstützt und geleitet durch die Moderatorinnen und Moderatoren, die wir auch sehr herzlich begrüßen und uns schon jetzt einmal bedanken wollen für Ihre Tätigkeit heute Abend. In einem zweiten Schritt werden Sie weiterhin vor Ort in Ihrem Seelsorgebereichsforum miteinander im Austausch sein und zu einer konkreten Frage eine Rückantwort geben. Auch diese Antworten werden hier zu uns ins Studio gesendet und werden dann weiter eingebunden werden in die weitere Bearbeitung der Zielskizze. Noch ein Hinweis zu dem Video, das Sie gleich sehen werden. Viele der Aufnahmen wurden bereits vor der Pandemie gemacht oder es wurden auch teils Aufnahmen aus dem Archiv verwendet. Also bitte wundern Sie sich nicht, wenn in dem Video teils ungewohnt nah für unsere heutigen Verhältnisse die Menschen ungewohnt nah beieinander stehen. Das ist dem geschuldet, dass es teils schon vorher gedreht wurde oder aus dem Archiv stammt. Wir sehen uns also wieder um 21 Uhr, dann wieder hier in der Live-Sendung, wenn es darum geht, die Fragen, die Sie uns geschickt haben, von unseren Studiogästen beantworten zu lassen. Und damit übergebe ich an die Moderatorinnen und Moderatoren vor Ort und wünsche Ihnen allen gute Gespräche und einen guten Abend und sage einfach bis später. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich bin heute Abend nur als Moderatorin hier. Und ich bin ja weder der Bischof noch der Generalvikar und so weiter, auch wenn ich Leiterin der Diözesanstelle Pastoraler Zukunftsweg bin, bin ich ja damit Leiterin einer Stelle, die wir ja nicht den Rahmen
für die zukünftige Kirche setzen, sondern immer wieder losgeschickt werden, also wie zum Beispiel heute Abend, vor Ort einfach den Rahmen, wie es werden kann, Entscheidungen, die gefallen sind, versuchen, zum Beispiel jetzt mit Ihnen hier einen Obladen zu füllen oder auch einfach erstmal eine Resonanz einzuholen, wie das, was wir da gleich im Film sehen, hier auf der Leinwand, wo ich hoffe, dass Sie alle einigermaßen darüber gucken können, sonst ein bisschen näher, wir wissen ja 2 Meter, können Sie vielleicht kommen. Ich mag ganz kurz mit Ihnen noch auf den Abend schauen, vom Ablauf her. Die Moderatorin, die da aus Köln gerade Hallo gesagt hat, hatte das ja schon mal ganz kurz angedeutet. Jetzt müsste nur die Regie hinten mitkommen. Ja, super, danke schön. Also wir haben gerade diese erste Videoschalte da nach Köln gehabt, weil wir daran gebunden waren. Um 19.05 Uhr mussten wir es direkt einblenden, weil das live ist. Wir gucken uns gleich hier einen 30-minütigen Film an, der zusammenfasst oder uns hier versucht rüberzubringen, was sind denn jetzt die ersten Entscheidungen, die gefallen sind. Manchmal sind es einfach erste Ergebnisse dieser vielen verschiedenen Arbeitsgruppen, wo insgesamt ja so ungefähr 200 Personen, Kollegen und Kolleginnen aus allen Ecken des Bistums mitarbeiten, was die inzwischen so hingearbeitet haben für diese Idee Pfarrei der Zukunft. Danach, klar, dafür sind wir hier, mag ich natürlich Sie fragen, wie Sie das gefunden haben, was Sie da gesehen haben. Wir können uns austauschen und wir haben die Möglichkeit, wie die anderen Seelsorgebereiche auch, hier aus der Diskussion uns für 3 Fragen zu entscheiden, die wir per Mentimeter, die Jüngeren unter Ihnen werden es vielleicht wissen, es ist so ein digitales Tool, wo ich hier sozusagen die 3 Fragen von hier eintippen kann und direkt nach Köln schicken. Und um 9 Uhr schalten wir uns nochmal nach Köln zu. Da wird der Generalvikar und die Kollegen und die eine Kollegin, die da war, die Arbeitsfeldleiter, Leiterin, versuchen, möglichst viele dieser Fragen, die aus den Seelsorgebereichen kommen, zu beantworten. Und in der Zeit sozusagen bis um 8:45, dass wir hier auch mal eine Pause machen, geht es aber auch darum, dass wir hier Zeit haben, nochmal zu fragen, was heißt denn das jetzt für Obladen? Zum Beispiel also der arme Pfarrer Teller, der ist ja auch da und kann Ihnen da hoffentlich dann ganz viel zu sagen. Wenn ich auch mal eine Antwort weiß auf eine Frage, die Sie haben, sage ich die natürlich auch gerne. Ansonsten nehme ich sie mit, wenn ich sie gar nicht beantworten kann, weil das auch über meine Möglichkeiten geht. Aber wenn Ihnen das recht wäre und nicht an dieser Stelle schon eine Frage ist, dann würde ich sagen, dann starten wir einfach mit dem Film. Schauen den uns an, weil der bringt den eigentlichen Inhalt des Abends rein und dann tauschen wir uns darüber aus. Oder gibt es jetzt gerade schon irgendwie eine Frage zum Abend oder so? Von Ihnen nicht, dann habe ich eine Frage. Und zwar haben wir im Grunde die Ehre, möchte ich fast sagen, dass eine Kollegin, die Frau Habecke, die sitzt hier mit der Kamera, von der Öffentlichkeitsarbeit aus Köln da ist. Die mag morgen ein bisschen berichten, so über diesen ersten Abend, an dem Seelsorgebereichsforen stattfinden. Die würde gerne auch ein bisschen hier ein Foto machen oder so, aber ganz frei. Gibt es hier Personen, die sagen, nee, ich möchte aber nicht auf so ein Foto drauf? Dann bitte scheuen Sie sich nicht. Sagen Sie das, genau, ruhig mal aufstehen jetzt oder klar Handzeichen, dann können Sie sicher sein, dass Sie nicht auf einem Foto landen. Genau, man versteht Sie, glaube ich, nicht, Frau Habecke, ich sage das gerne. Also wenn zum Beispiel die Frau Habecke hier mal rumläuft und Sie denken, die nimmt jetzt aber gerade mich hier im Foto auf, dann geben Sie der eben kurz ein Zeichen, dann fotografiert sie sie nicht. Also es geht auch nicht um Detailaufnahmen, sondern einfach darum, hier einfach mal ein bisschen das Forum einzufangen. Am Ende, wenn es rausgeht, steht die Frau Habecke auch noch mal da, weil man muss ja heute aus Datenschutzgründen, Sie kennen das, dass Sie dann noch mal mit unterschreiben, dass das für Sie okay ist, dass so ein Foto auch auf der Homepage vom Bistum zum Beispiel erscheinen darf.
Okay, danke schön an dieser Stelle. Und dann würde ich jetzt sagen, Film ab.